Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. So, ich bin am Überlegen, ob ich mir denn nicht vielleicht noch die eine Stelle hier angucken will in der gottlosen Hauptstadt. Weil da war doch noch etwas, was ich noch nicht gemacht habe. Und eigentlich hätte ich da schon Bock, da nochmal vorbeizugucken und mir das anzuschauen. Weil da hatte ich ja dann aufgehört, weil ich kein Estus mehr hatte. Und ich glaube, das wird durchaus Sinn machen, da mal noch vorbeizugucken und dazu machen. Ich schaue jetzt der Gegenstand kaufen. Hast du? Ja, hat sie. Das ist gut. Kostet 1000. Lass mich mal 10 kaufen. Das ist eine gute Idee. Ashen So. one, welcome. Aufsteigen. Very well, then Tuckhaken. So. Und dann werden wir jetzt mal noch kurz aufsteigen. Geschicklichkeit würde ich jetzt sagen, bringen wir mal auf 30. Das wäre Farewell, ganz Ashen nice. One. Und dann ist erstmal ein weichen Schluss mit Ah. Geschicklichkeit. Dann können wir ja jetzt rein theoretisch den Rest noch ein bisschen. Wie viel habe ich denn da jetzt? Lass mich da mal noch mal ein paar holen. Da hat man nämlich keine mehr. Da holen wir noch mal welche. Und dann haben wir jetzt noch ein Ashen paar. One. Hat denn er oben jetzt eigentlich noch was für mich? Hatte der noch Gluten? Aber wenn ja, dann kaufen wir jetzt die restlichen Gluten noch schnell bei dem. Weil jetzt habe ich ja gerade Seelen über. Da kann man das ja durchaus mal eben schnell machen. So, hi. Kaufen. Nee, der hat keine Gluten mehr. Na gut, dann wissen wir das halt jetzt. Dann können wir da wieder weggehen. Hatte ich schon geguckt, was ich bekomme für die Seele? Hatte ich nicht geguckt, ne? Können wir das noch schnell machen? Dann gucken wir da noch schnell für den Bossfight. Ja, ich habe letzte Folge gesagt, so von wegen, ich hätte keine Lust gehabt, mir den Boss nochmal zu machen. Worauf ich auch angesprochen worden bin. Und da würde ich noch ganz kurz gerne was dazu sagen. Vorher gucken wir aber mal eben schnell, was kann ich denn kaufen? Stellt viele TP wieder her. Wirker und weitere Umgebung. Na, nicht ganz so geil. Doppelmagieschwert des Tänzers. Okay. Die Sache ist halt die, ich habe viele Folgen an dem Boss verbracht und ich hatte sie ja relativ oft well met, relativ Ashen One. weit unten, beziehungsweise teilweise war es halt wirklich mehr als nur knapp. Da haben wir 10. Okay. Da haben wir 20. Oder. Ne, 47 haben wir da. Und da haben wir 4. Ah. Holen wir da mal noch welche. Was hole ich denn dann noch? Oh, er schreckt mich, dass wenn der Schnee vom Dach fällt. Was holen wir denn dann noch? Ja, komm. Wir holen jetzt einfach von allem ein bisschen was. Ich habe halt keinen Bock, dass dann plötzlich auf einmal wieder meine. Ashen Dass ich One. sterbe und dann die Seelen irgendwo rumliegen. Deswegen kaufen wir jetzt einfach gleich mal ein bisschen was von allem, was wir hier so kaufen können. So, genau. Ich hatte ja relativ viel Zeit an dem Boss verbracht. Ziemlich viele Folgen. Und war relativ oft kurz davor, die zu töten. Und gerade im Eifer des Gefechts ist man dann gern so, ah, oh, ich habe keinen Bock mehr, mimimi, bla 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 und so weiter. Das ist falsch, da muss ich gar nicht hin. Muss ich da lang? Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr. Wo das war. Das da hinten raus. Und wenn ich sage, dass ich keinen Bock mehr habe. Ganz so 100% konnte man das nicht ernst nehmen. Also, ich habe durchaus noch Bock gehabt, den Boss nochmal zu machen. Aber ich hatte halt
immer so ein bisschen im Hintergedanken, wenn du jetzt noch weitere Folgen, zwei, drei weitere Folgen an dem Boss bist, dann kommen wieder manche Leute und sagen so, kannst du nicht jetzt einfach alle Tries, wo es nicht klappt, rausschneiden und so weiter und so fort. Aber ich muss gestehen, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo ich hin muss, um da hinzukommen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich muss gestehen, dass ich das immer relativ ungern mache, weil das würde halt bedeuten, ich sitze die ganze Zeit da und moderiere die ganze Zeit Folgen, wo ich dann aber, keine Ahnung, wie viele Tries ich meinetwegen alleine noch gebraucht hätte, das alles wegschneide und lösche. Und das finde ich immer so schade. Und darauf hatte ich halt ehrlich gesagt eher weniger Lust. Und deswegen ist das eher in der Form gemeint gewesen, dass ich eigentlich nicht noch mehr Zeit an dem Boss hätte verbringen wollen, wo ich dann am Ende alles wegschneide, weil, ja, ich sonst noch weitere 3 Folgen damit verbracht hätte, den Boss zu legen. Und alleine halt eben die Tatsache, dass ich die halt zweimal wirklich kurz davor gehabt hatte zu töten, also wirklich zweimal wirklich nur noch 1 bis 2 Schläge gebraucht hätte, hat mich letztendlich dazu bewogen zu sagen, okay, wenn da jetzt das Rufsymbol da ist, dann nutzen wir das jetzt. Weil dass ich sie legen könnte, hatte ich zu dem Zeitpunkt ja mehr oder minder schon gezeigt. Okay. Ja, und was mir halt auch gesagt wurde und das stimmt, das ist mir während des Fights auch oft aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann laut ausgesprochen habe. Ich verbringe viel Zeit damit zu blocken. Und dann habe ich keine Ausdauer mehr. Und das hat dann leider immer dazu geführt, dass ich letztendlich nicht mehr wirklich viel angreifen konnte. Okay, das war richtig. Und dass ich natürlich letzten Endes dann auch das Problem hatte, dass wenn sie dann nochmal angegriffen hat, dass sie mich dann halt ohne Probleme treffen konnte. Das ist natürlich ein Problem. Ah, das ist ein Problem, das ich im Endeffekt seit allen Dark Souls-Teilen schon vor mich hinziehe. Blocke sehr viel und deswegen möchte ich unbedingt demnächst meine Tanky-Klasse spielen. Wenn ein neuer Dark Souls-Teil rauskommt, könnt ihr euch sicher sein, dass ich was Tankiges spielen werde. Einfach weil ich mal wissen möchte, wie es ist, viel Schaden zu machen. Das würde mich sehr interessieren, wie das ist, mal Schaden zu machen. Weil das habe ich ja tatsächlich bisher so gut wie noch nie gemacht. Wenn ich mir halt andere Dark Souls Folgen von anderen YouTubern oder Streamern angucke, ist das immer immens, was die an Schaden machen. Ich glaube, unten war ich nicht fertig, oder? Oh, okay. Das Gift haben wir so gerade noch, dass es nicht ausgelöst hat. Steht da eigentlich Vorsicht vor Trio? Ja, das hatten wir ja noch festgestellt. Da ist einer. Weiß noch nicht, wo der andere ist. Wo ist denn der dritte? Habe ich jetzt den anderen auch anspringen lassen? Ja, habe ich. Oh, Kacke. Finde ich nicht gut. Ja, jetzt sind wir vergiftet. Okay. Den haben wir. Dann kommt der da. Das wollte ich vermeiden. Alter. Nein! Alter, was für ein böse Kombo. Das war eine böse Kombo.
Okay, dann können wir den einen jetzt da drin noch töten. Jaucheküchlein. Jaucheküchlein. Da hinten sind die Viecher. Okay, dann können wir nämlich mal noch gucken, was da drin noch ist. Ich glaube, das war die Stelle, wo ich dann abgebrochen hatte. Zünden nochmal eine Auffrischung. Den Gift entgegenzuwirken. Wobei, für was habe ich eigentlich diese ganzen Giftdinger gekauft, ne, wenn ich sie dann nicht benutze? Wo sind sie? Da sind sie. So. Perfekt. Aber drei? Wo ist denn der dritte? Da ist gar nichts mehr? Wow, bin ich jetzt ernsthaft hier hingegangen, um dann festzustellen, dass hier gar nichts mehr ist? Wow. Okay, naja, dann hat sich das zumindest geklärt. Dann weiß ich das jetzt zumindest, dass da nichts mehr war. Okay, so. Nee, also das kann man nicht zu 100% recht ernst nehmen mit dem keinen Bock mehr. Weil aufgeben wollte ich nicht. Ich hätte weiterhin versucht, die zu töten. Also das ist immer so ein bisschen... ärgert mich so ein bisschen, dass der Eindruck halt entstanden ist, dass ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr gehabt habe. Ja, aber es ist natürlich blöd, wenn ich das so sage, dann nimmt man das natürlich ernst. Das ist immer... Aber es ist halt auch im Eifer des Gefechts wird man halt auch ein bisschen stinkig. Und das, denke ich, ist ganz normal. Das haben ja sicherlich viele Leute, dass sie dann einfach sagen, dann einfach ein bisschen sich ärgern. Ja. Ja, der hat was fallen lassen. Ich hab's gesehen. Ich hab ein bisschen Angst vor diesen ganzen Schnakerviecher hier. Brandbomben. Cool. Deshalb macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Oh, er schreckt mich. Alter Schwede, hat mich der erschrocken. Aber da das so viele sind, glaube ich fast, dass die mich gar nicht angreifen. Wow. Manchmal stimmt schon, ich sollte versuchen, das Spiel ohne Schild zu spielen. Aber das werde ich niemals schaffen. Nee, aber ich habe ganz ehrlich Bock, wenn es in Dark Souls 4 geben wird, was ich stark denke, dass ich dann tatsächlich Dingen spielen würde. Die Titanitbrocken. Hi. Was sollte das jetzt gewesen sein? Die machen dann nicht mal Schaden, aber klettern da hoch? Was wollte ich jetzt noch sagen? Da oben war das dicke Ding, das ich da atmen gehört hatte. Genau. Interessant, dass man das Viech nicht backstabben kann. Hoi! So, ich muss nur noch einmal zuhauen. Manchmal muss man sich einfach trauen. Oh, das kam Estus zurück. Nice. Okay. Ach, das ist gar nicht das Viech, das so laut geschnauft hat. Funkeltitanit. Interessant. Aber man hört immer noch was laut schnaufen. Sonst ist da nichts.
Doch. Oha. Warum sitzt er genau vor diesem Bild? Sag mal hier. Okay. Heißt, ich darf bald mal wieder Rüstung und Co. durchgehen, was ich so bekommen habe. Achso, da kann ich einfach nur wieder runter. Okay. Gut. Nee, also so ein einzuspielen, der halt dann wirklich auf Verteidigung und Co. ausgelegt ist. Ich glaube, das wird mir schon mal ganz gut tun. Was ist denn das jetzt gewesen? Ah, oh, das ist schön. Oh. Ja. Haben wir es jetzt? Ja, jetzt haben wir es aber, oder? Halt, der Schwede. Übertreibt halt mal. Reparaturpulver habe ich genug, oder? Weil, wenn ich da jetzt so viele Gegner schnetzeln muss, könnte meine Waffe vielleicht irgendwann sagen, nö. Spielt es hier eigentlich eine Rolle, ob ich mit gegen eine Wand schlage? Ich kann mich erinnern, Dark Souls 1 ist deine Waffe. Hat das gegen die Wand schlagen? Was ist das denn schon wieder? Auch beeinflusst. Also, da ist die auch davon kaputt gegangen. Wer ist das denn? Ich muss noch irgendwo weiter oben sein. Titanitbrocken. Nochmal ein Estus, scheinbar. Da ist der. Es ist immer, wenn ich drüber laufe. Nee. Krieg irgendeinen Effekt auf alle Fälle von den Viechern drauf. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Dann gehen wir erstmal hier lang. Ich kann mich erinnern, dass es welche gab, wegen denen ich mich dann nicht mehr heilen konnte. Warte, dann probieren wir mal aus. Ah ja, stimmt tatsächlich, ich kann da keinen Estus benutzen. Da ist ein weiteres Leuchtfeuer. Interessant. Okay. Und eine Glut. Wupp, wupp. Dann wird wahrscheinlich bald wieder mal ein Bossfight kommen. Ist da was? Nee. Das ist halt. Tatsächlich habe ich das fast ein bisschen vermisst. Die ganzen Nachrichten. Da oben steht einer. Frage ist halt nur, wie kommt man zu dem hoch? Das ist auch der, der diese Buffs runterschmeißt. Ja, finden wir raus. Aber ich würde sagen, das finden wir nächste Folge raus. Nee, also wie gesagt, das ist halt so eine Klasse zu spielen, die ein bisschen mehr aushält, ein bisschen mehr Schaden macht, dafür aber keine Wunder und solche Sachen nutzen kann, keine Zauber. Das wäre tatsächlich mal ganz cool, da hätte ich mal echt mal Bock drauf, die also schwere Rüstungen tragen können. Das wäre mal ganz, ganz cool. Aber ja, mal gucken. Werden wir schon irgendwie werden wir da schon eine Lösung finden. Irgendwann muss ich auch mal einen Charakter spielen, der mit Pyromantien arbeitet. Muss ich auch irgendwann mal machen. Weil mein erstes Dark Souls hatte ja eigentlich mit schwerer Rüstung gearbeitet, ne? Aber trotzdem habe ich wenig Schaden gemacht, weil ich unbedingt meine Uchi-Katana behalten wollte. Eieiei. Na gut, wir sehen uns nächste Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.